Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Karrieremodus. Wie ihr seht hier im Hintergrund, also hinter meiner Stimme, die, also auf eurem Bildschirm natürlich die Liga-Tabelle. Und wir schauen uns hier ein bisschen genauer an, analysieren sie auch ein bisschen. Wir sehen, alle Spiele sind gespielt, das ist sicherlich ganz in Ordnung, da hat niemand was dagegen. Ich hätte sogar mit Bayern gleichziehen können, aber die Tordifferenz wäre schlechter gewesen. Also 21 Siege kommen in diesem Jahr auf mein Konto, deren 8 Unentschieden und 5 Niederlagen, was sichtlich eine sehr, sehr gute Leistung ist. 58 Tore geschossen, das sind die meisten in der Liga. Darauf kann ich sicherlich stolz sein. Und 45 kassiert, das ist noch unser Schwachpunkt, die Verteidigung. Wir dürfen nicht so viele Tore zulassen. Und die Tordifferenz liegt bei 40 in der Nähe von Dortmund und Bayern. Das ist immer noch alles das Gleiche. Und wir schauen uns jetzt hier noch diese Statistiken an. Und zwar fangen wir von unten an. Wir sehen Brugmann mit 9 Toren auf Platz 24. Sicherlich ganz gut. Kutschke mit 10 Toren auf Platz 18. Was gibt es da noch? Duxch auf Platz 10 mit 12 Toren. Und oben steht nur einer, und zwar Elias Kacunga mit 21 Saisontreffern. Also stellt euch das vor, ey. Also das ist wirklich eine krasse Leistung von Kacunga. Torvorlagen gibt es von uns eher weniger. Quali mit 5 auf Platz 23. Dann Brugmann auf 16 mit 6 Vorlagen. Kacunga auf 10 mit 7 Vorlagen und mehr von uns gibt es noch von Duxch, der hat 9 gemacht, aber der Top-Vorlagengeber in dieser Saison ist Stefan Kießling mit 14. Das ist sicherlich eine ganz gute Leistung. Dann kommen wir mal zu den Torwerten, da schauen wir ja auch mal. Berend hat es geschafft, 4-mal ohne Gegentor zu bleiben. Das ist eben die Schwachstelle von uns, also ohne Gegentor zu bleiben. Das müssen wir in der nächsten Saison wesentlich verbessern. Und von uns hier oben niemand mehr. Weidenfeller und Neuer sind gleich mit gleicher ohne Gegentor Statistik auf Platz 1. Weil Dortmund halt Meister geworden ist und die bessere Tordifferenz hat, geht diese Trophäe natürlich an Roman Weidenfeller. René Adler hat auch toll gehalten. Leno, Horn, Zieler, Graf Trapp und Benaglio Fährmann. Eigentlich sind alle Torwärter gar nicht so schlecht in dieser Saison. Gelbe Karte gibt es von uns keine unter diesen Top-Besten. Der meiste kassierte ist Garcia von Werder Bremen. Und Rote haben 4 Leute 3-mal kassiert. Und zwar Tresch, Prödel, Noweski und Stranzl. Also ja, hier sind wir auch nicht dabei. Das ist eine positive Nachricht. Und wir sehen auch jetzt hier nochmals. Deutscher Pokalgewinner Dortmund. Spieler des Turnieres ist Dumbia, was ich eigentlich nicht verstehe, weil wir sollten eigentlich, also Kacunga sollte eigentlich den bekommen. Aber der hat ja den goldenen Schuh bekommen. Eben hier Roman Weidenfeller, Torwart des Turnieres. Und Marco Reus wurde zum deutscher Pokalspieler gekürt. Also im DFB-Pokal wurde er als Bester gewertet. Das lässt sich sehen. Wir sehen hier Patrick Roberts, aber das ist eher uninteressant. Was wir jetzt anschauen, sind die Teamberichte, was sich in dieser Saison so getan hat. Und wir sehen Sandro Berend. 22 Einsätze, ein Tor hat er geschossen, und zwar einen Elfmeter. Wir sehen hier, er entwickelt sich ganz ordentlich. Also plus 3 Fangsicherheit, Reflex, Stellungsspiel, Abschlag und Flugparade plus 4. Heinloth nicht so super, 14 Einsätze, kein Tor, keine Vorlage, ja, muss man sich mal geben. Hünemeyer 15 Einsätze, ein Tor, Entwicklung nicht gerade speziell. Ziegler hat mehr Einsätze, zwar 17, 2 Tore geschossen, eine gelbe Karte, entwickeln tut er sich gar nicht. Thomas Bertels 14 Einsätze, entwickeln plus 1, das sieht eigentlich ganz gut aus. Marvin Bakalorz. Wir sehen, das ist wirklich ein Entwicklungsbiest. Und wir sehen auch Schusskraft 86, ganz, also rechts bei Technik.
Und auch Sprungkraft 82 ist ganz gut. 33 Einsätze, also das ist, glaube ich, der Mann mit den meisten Spielen. 3 Tore, eine Vorlage, 4 gelbe Karten, das ist eigentlich ganz gut. Lukas Rupp hat 13 Einsätze, ein Tor geschossen und ein Plus 1 bekommen. Meha, der halt schon 29 Jahre alt ist und ich glaube, die Saison beenden wird mit 19 Einsätzen, 2 Toren und 3 Vorlagen. Wir sehen auch wirklich abbauend hier, nicht gut. Gaston Brugmann neu zu uns gekommen in der Wintertransferphase. Wir sehen entwickeln plus 1, ist eigentlich gar nicht so schlecht. 26 Einsätze, 9 Tore, 6 Vorlagen. Krasse Leistung von Gaston Brugmann. Und das ist einfach unser Mann, unser wertvollster Spieler, Elias Kachunga. Jetzt schauen wir uns mal an, hier plus 1 und schaut mal, wie er sich verbessert hat. Ganz krass und hier 25 Einsätze, 22 Tore, 7 Vorlagen. Er ist 29 Mal an einem Tor beteiligt in einer Saison. Also das ist wirklich eine krasse Leistung. Marvin Ducksch plus 3, sicherlich ganz okay. 23 Einsätze, 12 Tore, 9 Vorlagen. Auch er insgesamt mit 21 beteiligten Toren. Kruse hat einen Einsatz, kann man nicht viel sagen. Jens Wemmer, 23 Einsätze, 2 Vorlagen, entwickeln tut er sich nicht. Er ist 29 Jahre, schon ein bisschen älter. Dann Idir Kuali, wir sehen hier plus 2, 11 Einsätze, 1 Tor, 5 Vorlagen, das ist recht ordentlich. Christian Strudik, der hat auch 17 Einsätze bekommen, 1 Tor, 1 Vorlage. Und entwickelt sich, ja, plus 1 steht da, obwohl ich das nicht so richtig anerkennen kann. Dann hier Erik Stoppelkamp, plus 3, habe ich nie spielen lassen, 2 Spiele, hat eine Vorlage da in diesen 2 Spielen gemacht. Dann Alexander Nübel, hat am Anfang der Saison gespielt oder ist im Kasten gestanden, 14 Einsätze. Viktor Meier, ein Einsatz, ein Tor, im letzten Spiel war das, das habt ihr wahrscheinlich noch in Erinnerung. Und dann der Mann, der sich am besten entwickelt hat, der Mann, der am geilsten ist irgendwie, Matteo Politano, rechter Flügel, 21 Jahre, plus 4 und wir sehen, das ist sicherlich verdient. Falls ihr übrigens einen solchen Spieler haben wollt, gebt einfach auf den Karrieremodus ein, Transfer suchen und gebt einfach Politano ein und dann müsst ihr den kaufen. Das ist nämlich ein Biest, denn 27 Einsätze, 5 Tore, 4 Vorlagen. Gute Leistung von Politano und der ist ja erst in der Wintertransferphase zu uns gestoßen. Wie auch Valentino Lazaro. Lazaro hat sich auch plus 2 entwickelt, das kann man auch sehen. 14 Einsätze, 4 Tore, 4 Vorlagen, das ist wirklich eine krasse Leistung. Hartherz, 21 Einsätze, 3 Vorlagen, entwickelt sich krass. Aggressivität plus 6, muss man sich erstmal geben. Marco Vrančić, 26. Gut entwickelt, 16 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen. Rafa, der hat auch noch ein bisschen was zugelegt mit 30 Jahren. 24 Einsätze, kein Tor, keine gelbe Karte, nix, also ganz okay. Baut schon ein ganz wenig ab, aber nicht schlimm. Pepic hat nichts, ist auch nicht so mein Lieblingsspieler. Stefan Kutschke, 19 Spiele, 11 Tore, 3 Vorlagen. Das ist sicherlich ganz eine ordentliche Leistung. Daniel Lück hat überhaupt nicht gespielt. Völlig unnötig irgendwie. Daniel Brückner wird seine Karriere beenden. Das steht auch. Status beendet nach Saisonende seine Karriere. Hat 9 Einsätze noch gekriegt diese Saison und ein Tor erzielt. Sicherlich ganz ordentlich. Rick ten Forde, der war ausgeliehen. Über den können wir nichts sagen. Kock war auch ausgeliehen. Über den können wir auch weniger sagen. Ja, das war's jetzt erstmal schon. Wir spulen dann nochmal ein bisschen nach vorne. Schweden. Preisgeld. 10,5 Millionen. Hohoho. Ja, jetzt können wir mal so richtig, richtig einkaufen. Und wir sehen, uns gehen da die Verträge der einzelnen Spieler noch aus. So, ich tue jetzt einfach mal überall verlängern, weil sonst ist es eigentlich gut. Auch den guten Kruse werden wir sicherlich verlängern. Strudik, der will vielleicht ein bisschen mehr. Den geben wir auch 10,5.
wichtiger Stammspieler bleibt er. Heinloth will 4 Jahre, 4 Jahresvertrag sogar. Der kriegt auch 6.000, weil er war relativ in Ordnung. Der wird ein wichtiger Stammspieler, sage ich jetzt einfach mal. Obwohl ich da nichts garantieren kann. Lück, der wird einfach... einfach so ein bisschen gepusht, wie auch der Mann hier. Alexander Nübel. Ich meine, mit so viel Geld, das wir jetzt bekommen haben, dann kann das schon ordentlich werden. Und Pepic will auch noch einen neuen Vertrag, einen 4-Jahres-Vertrag. Man kann übrigens keine 5-Jahres-Verträge mehr machen, habe ich gerade herausgefunden. Finde ich eigentlich schade, weil ich fand die eigentlich... Ja, okay, die waren relativ unnötig, weil die hat man eher weniger gebraucht. Und ich muss mich jetzt schon wieder verabschieden von dieser Folge, denn es sollte so eine 10 bis 11 Minuten Folge geben. Wir sind schon drüber, ich melde mich morgen wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder so eine kleine Special-Folge. Also, auf Wiedersehen.